Part 16 Pokémon Let's Play Arceus. Wir haben heute wieder einiges vor. Wir haben ein paar Entwicklungen zu machen. Wir wollen in die Stadt gehen und uns mal mit der Attackenfrau auseinandersetzen, von der wir nicht wissen, wie sie heißt. Aber wir Richtig. Nennen sie einfach liebevoll Attackenfrau. Außerdem weiß dann viel mehr oder weiß viel jeder, was gemeint ist. Ja, gut, dass die Kommunikation so einfach ist. Ne? Ja. Viel mehr jeder wählt die. Wir entwickeln auf jeden Fall Kleinstein, Abra und Zubat. Und wenn wir das alles geschafft haben, dann, Wodka, dann wollen wir euch auch noch zeigen, wie es in der Hauptquest weitergeht. Ich bin natürlich voll episch gegen das Mikrofon gegengepitcht. Tut mir leid. Tja, passiert. Müsst ihr verzeihen, wir können es nicht mehr ändern. Fun Fact am Rande, wer es immer noch nicht weiß, Uri Geller hat mal gegen Pokémon bzw. Nintendo einen Rechtsstreit geführt, weil der Meinung war, dass Simsala auf seiner Person beruht, weil er so ein Mittelpunkt ist. Na. Hat er aber leider nicht gewonnen. Ja, nur weil er einen Löffel in der Hand hält. Ja, da klingt auch für die Sicht eindeutig die Ähnlichkeit nicht. Ja. Klar. So, oh, Golbert könnten wir sogar direkt nochmal irgendwie. Naja, komm. Mann. Okay. Nein, machen wir nicht. Machen wir beim nächsten Mal. Wir müssen ja auch erstmal questen mit dem Jungen. So. Im Übrigen haben wir auch Diflon und Haspiror im Offline bereits entwickelt. Das konnten wir euch in der Aufnahme nicht zeigen. Wir haben es trotzdem aufgenommen und hängen es hier hinten dran. Genau, was wir euch auch nicht zeigen konnten, was aber passiert ist, sind diese wunderschönen Shinies. Bidiza könntet ihr in einer der Folgen schon entdeckt haben. Genau. Staralili war, ja, Staralili und Gastrodon sind in einer, also vielleicht eine Stunde, anderthalb nicht Stunden. Nicht mal eine Stunde auseinander gefangen worden. Genau, das war... Also ich bin durch die erste Region geritten und dann sage ich, hier ist ein Shiny Staralili und dann fangen. Ja. Und dann haben wir eine neue Region entdeckt, weil wir hinter das Relaxo geritten sind, das Elite-Relaxo. Hinter, also für euch zur Info, hinter Relaxo wartet eine ganz neue andere Welt. Genau, die gucken wir uns aber auf jeden Fall auch noch zusammen an. Jetzt haben wir erstmal Entwicklung gemacht, wir haben unsere drei Pokémon mitgenommen und das bedeutet... Wir gehen jetzt zur Attackenfrau! Wir gehen zur Attackenfrau. Einmal Attackenfrau. Einmal zurück ins Dorf, bitte. Beziehungsweise hätten wir jetzt bestimmt hier auch einfach bei Larven den anlaubern können und der sagt, jo, willst du zurück ins Dorf? Wahrscheinlich. So, jetzt seht ihr erstmal, was wir hier alles Wunderbares gefangen haben. Und wir möchten auch nochmal darauf hinweisen, dass es kein... glücklicher guckendes Carpador als hier in diesem Spiel gibt. Keine Ahnung, was ich dabei gedacht habe. Und Geld. So. Zack. Hier sind wieder Raphael. Dann können wir den Taschenboy in die Fresse schieben. Jetzt hoffe ich ja wohl auch, dass wir noch einen Gang machen können, oder? Ich würde darauf sehen, ja. Yo. Ich hab so grob überschlagen und es passt. Wir haben das so durchkalkuliert. Wir möchten auf jeden Fall ins Dorf laden. Lass uns mal hin. So, wir hoffen auch, dass die kurzen Parts euch jetzt ein bisschen angenehmer sind, beziehungsweise dass es auch okay ist, wenn wir mal was cutten oder was vorne und hinten dranhängen. Und das ja verkürzt halt insgesamt das Video und macht einfach für euch vielleicht auch einen schöneren Spielfluss, wenn ihr euch das anguckt. Und wer will die 4000ste Staralili Bidiza Entwicklung sehen? Ja, gerade die. Na, ich spiele das Spiel, ich muss die sehen wollen, oder? Ich mache auf jeden Fall jetzt erstmal hier die Tasche größer, bevor wir irgendwas anderes machen. Und vielleicht packen wir das auch raus, bis du fertig bist mit Taschenvergrößerung. Okay. Deswegen machen wir das immer im Offline.
So, Tasche Gründe gemacht. Ab jetzt zur Sterneklebchenfrau. Celestis heißt sie. Auch die will mal in den Pokédex gucken. Darfst du gerne. Ja, damit wir sie auch nicht betrügen und so. So, dann gibt es ein Fleißsternchen. Vielleicht würden die Fleißsternchen später noch überkleben mit Glitzerrand. Und dann noch golden. Das sind aber schau, Silux Sterne mit wie Galactic Expedition. Tonnenbälle. Wow. Ich bin einfach eine Tonne tragen. Ach, sofort werden die Pokémon aller Level im Kampf gehorchen. Okay, und was machen wir dann mit den größeren, also mit den letzten drei Sternchen? Das weiß ich nicht. Okay. Zudem fällt die Belohnung von der Wolfsmutter so aus. Anleitung. So, was gibt's? Tonnenbälle. Ein Aprikoko, zwei Eisenbrocken, zwei Schwarzglanzsteine. Okay. Viel. Jede Menge viel. Guck hier nochmal auf die Nebenquests. Da sollte aber keiner sein, genau. Und dann geht's zur Attackenfrau. Attackenfrau, was du kannst, weiß ich nicht genau. Toll, danke. Du tust an der Arena stehen. Wir haben dich ganz am Anfang schon mal gesehen. So, ne, wir wissen so ungefähr, was man bei der machen kann und wir haben uns auch mal ein bisschen belesen und jetzt wissen wir auch, dass sie Belila heißt. Ja, für mich bleibt es die Attackenfrau. Ja, ich glaube, das hat sich jetzt auch eingebürgert. Okay, sie hat eine neue Attacke auf Lager. Also, was kannst du für uns tun? Wir wollen eine Attacke. Attacken beibringen, genau. Denn unser Sichlor soll eine Kreuzschere lernen. Okay. Dachte, du kannst noch runterscrollen. Noch geben wir die Hoffnung nicht auf. Aber sie ist nicht dabei. Ich kann die Hyperstrahl. Ich will keinen blöden Hyperstrahl. Ich will eine Kreuzschere. Vielleicht bei Attacken meist? Nee, ich glaube nicht. Oder? Nee, das glaube ich auch eher weniger. Okay, können wir bei ihr also hier in dem Fall nicht machen. Vielleicht könntest du aber von Damirplex die Attacke meistern lassen, die wir noch brauchen. Den Barrierebestoß. Kann ich meistern, das? Nicht beibringen. Ach, das war hier so ein Unterpunkt noch. Ne? Ja, denn wir brauchen für Barrierebestoß die Tempotechnik, um den Pokédex-Eintrag zu vervollständigen. Denn wir müssen 20 Mal den Barrierebestoß auf gesagt, Tempo machen, um es entwickeln zu können. Und dass wir das nicht können, ist richtig blöd. Ja, wir müssen das leveln. Okay, was haben wir denn hier? Wir können hier Leistungssachen tauschen. Ja, hast aber nicht dabei. Aber nicht mit. Du kannst uns überhaupt nicht helfen. Du bist nutzlos, Billina. Attackenfrau. Deswegen heißt sie auch Attackenfrau, weil du nicht kannst. Tschüss. So, okay, Bock mehr auf die. Abhauen hier. Na gut. Dann. Wir können noch mal. Wie viele Punkte haben wir? Nicht. Hat man nicht? Okay, Anna sagt, hatten wir nicht. Wir brauchen ja noch die Dankbarkeitspunkte. Das ist ja ganz wichtig. Für unseren Blattstein. Richtig. Für unser Evoli. Das heißt, wir gehen jetzt über zum Level. Hauptquest. Richtig? Und das machen wir am besten mit der Hauptquest. Genau. Das heißt, wir müssen in die Region. Ja? Das geht nie. Jedes Mal probierst du es, aber ist das so, ja? Geht nie. Das Schiss, ich muss erst raus, ja? Ich muss immer erst raus aus dem Dorf. Das ist richtig. Raus aus dem Damit Dorf. Die Leute wissen, wo du hingehst, falls du tot bist. Ich hab vielleicht einen Zettel hinterlegt, ne? Ja, aber die gehen ja wohl nicht einfach in dein Haus rein. Das würde ich denen durchaus zutrauen, dass sie in das Haus reingehen. Ja, doch. Aber dann müssten sie ja zugeben, weil sie müssten ja sagen, sie hätten den Zettel gelesen. Wir können doch einfach ein Pokémon davor setzen und dann... Da sind auf jeden Fall neue Taschen, dass wir wissen, wo wir die Items finden können. Genau. Dann gehen wir erstmal hier hin. Und dann auf direktem Weg. Ne, am besten. Zur Hauptquest. Genau. Also, wir haben hier oben. Da rechts war das. Von hier aus können wir auch gucken. Drehen sie alle um. Achso, ich kann mich ja theoretisch auch nehmen. Baby orientieren. Ja, das erwartete Spiel sogar von dir. Deswegen ist es ja da. Ich erfülle immer nicht immer die Erwartungen und das ist auch gut so. Leute, wir müssen kurz anhalten. Wir müssen kurz anhalten, weil. Das Pichu ist noch da. Es ist noch da. Fang es.
Das ist nicht der Ball. Das ist Honig. Ich dachte, du wirfst den Ball jetzt einfach ins Nichts. Da! Jawoll! Läuft bei uns. Hab dann gleich noch ein neues Pokémon mit erwähnt. Ja, ich wollte hier schnell hochgucken, ob hier noch die Pikachu schwimmen. Wenn wir hier schon lang reiten, können wir das zumindest mal gucken. So, und ab geht's. Wir sind ja super fast. An dem Rotaugen wie die Zauber bei. Guten Tag, von mir nur kommt lang. Also. Bleib ruhig. Gleich bist du da. Siehst du es? Es sind nur noch etwa 100 Schritte. Ja, ja, du schaffst es. Nein, ein Baum, ein Baumstamm hält uns auf. Wow. Und dann kannst du nicht mal das Buch auf. Boah. Voll auf die drauf. Einfach erschlagen. Spiel vorbei. So, Captain Jack von der Gasanstalt. Ihr von der Galaktik-Expedition habt also einen Weg gefunden, Axandor zu besänftigen. Yeah. Wie bitte? Du willst deine Lieblingsspeisen so verarbeiten, dass man sie leicht werfen kann? Dieser Einfall ist unkonventionell, aber irgendwie auch genial. Ich bin auch gut. Eure sogenannte Wissenschaft scheint ja keine Grenzen zu kennen. Ja, das Spiel nimmt sich auch nicht ernst, ne? Ohne Witz. Wenn wir Axandor auf diese Weise mit seinen Lieblingsspeisen füttern können, helfe ich dir natürlich. Lass uns diese Dinge gleich herstellen. Jetzt nicht bist du. So schnell, Chopin. Ich habe, wie versprochen, eine von Axandors Lieblingsspeisen mitgebracht. Kullerbohnen. Ohne die kommt ihr nicht weit. Oh, natürlich. Tut mir leid, Perla. Ich hatte dich völlig vergessen. Ich muss zugeben, dass der Perlclan nicht fähig zu sein scheint, dieses Problem allein zu lösen. Daher bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als die Aufgabe der Galaktik-Expedition zu überlassen. Aber ich zweifle immer noch sehr daran, ob das wirklich eine gute Idee ist. Schließlich unterscheiden sich unsere Gebräuche und Werte voneinander. Ihr seid einfach Abschaum. Deshalb muss ich dich zuerst zu einer Prüfung herausfordern, unterziehen, wie auch immer. Du scheinst mit Pokémon zu kämpfen, die du mit diesen, wie heißen sie gleich, Pokébällen gefangen hast, richtig? Das Pokémon an meiner Seite hingegen steht mir so nah wie eine Schwester. Okay. Erst wenn du gegen mich und Glaziola im Kampf gewinnst, kann ich dich ruhigen Gewissens gegen Axandor antreten lassen. Bist du dafür bereit? Lass uns kämpfen! Glaziosas Stärke wird dir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Alles klar. Das glaube ich nicht. Glaub ich auch nicht. Oh, eine Evoli-Entwicklung. Immerhin haben wir sie jetzt mal gesehen. Jo. Ja, gerade sicher dabei. Meine Fräse. Ja, aber er ist deutlich stärker. Sichlor! Silberhauch, Junge! Tschüss! Ja. Das wird uns das Blut in den Adern gefrieren lassen, wollte ich nochmal betonen. Ich hab ganz kurz Zuckung gehabt, glaube ich, im Finger. Ich glaube, wir leveln einfach zu viel. Das kann sein. Wir haben ja auch nebenbei den kompletten Punktdings gemacht, so. Gefühlt. Ja. Ich verstehe, diese Pokebälle sind letzten Endes nur ein Werkzeug. Selbst zu gefangenen Pokémon kann man anscheinend eine tiefe partnerschaftliche Verbindung aufbauen. Das beruhigt mich etwas. Ich werde dir diese Aufgabe anvertrauen. Lass mich deine Pokémon heilen. Lass mal lieber mal deine Pokémon heilen. Würdest du mir jetzt erklären, wie der Plan der Galaktik-Expedition aussieht? Nein. Hast du sich eigentlich nicht verdient, sie hat ja verloren. Ja. Was soll mit Axandors Lieblingsspeisen geschehen? Die fressen wir selbst. Weil du dich Axandor nicht nähern kannst, willst du sie zu
Kugeln formen und ihm diese zuwerfen, um ihn zu besänftigen? Nein, ich will ihm die sonst wo reinschieben, bis er irgendwann aufgibt. Verstehe. Es könnte funktionieren. Entspannungskugel. Nein, nein. Nee, Entspannungskugel? Nein, nein. Nee, wirklich nicht. Diese Erfindung sollte den Namen Ruhegabe erhalten. Schließlich ist es immer noch eine Opfergabe. Wenn ich Alexandra damit helfen kann, werde ich all mein Herzblut in diese Herstellung stecken. Der Ruhegabe. Ja, ich habe mich aber vorher schon verlesen. Das hat er nicht mehr gepasst. Entspannungskugel. Oh Gott, ein Mülleimer. Ja, das ist eine Feuertonne. Oh. Tada! Die Waldruhegaben sind fertiggestellt. Damit sollte sich Alexander besänftigen lassen. Hoffe ich. Toll. Wenn du bereit bist, kann ich den König des Waldes, den mächtigen Alexander, herbeirufen. Ich bin bereit. Alexander! Kommt einfach. Sehr gut. Alexander, König von dem Wald drinne. Die Zeit unseres Festes ist zwar noch nicht gekommen, doch wir wollen euch eine Gabe eurer liebsten Speisen darbringen. Macaroni mit Käse. Oh, erhabener König, dessen Macht sich vom Himmel bis zur Erde erstreckt. Wir bringen euch Dank entgegen und Chicken Nuggets und ersuchen euch darum, vor uns zu erscheinen. Josie, denk daran, Alexandra anzuvisieren. Hast du gehört? Ja. Aufs Ausweichen kommt es an. Lass dich nicht von seinen Attacken erwischen, während du die Ruhegaben wirfst. Alles klar, mach ich. Wirfst einfach Ruhegaben. So. Der geht ein bisschen steil, der Boy. Das ist ein Baum. Das ist vollkommen korrekt. Selten, aber schön. Oha. 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 Ching. Ja, moin. Herr Leute, er hat seinen kompletten Körper in LEDs gehüllt. Gold überzogen. Alexander, König der Trasse. Das ist jetzt einfach Atomgeladen. Der Junge. Der ist ein Leuchtstab. Oh, kämpfe gegen Könige. Wenn du gegen Könige oder Königinnen kämpfst, musst du sie mit Ruhegaben treffen, um ihre Wutleiste zu verringern. Ist diese vollständig geleert, gewinnst du den Kampf. Sollte sich im Kampf gegen die Könige und Königinnen eine günstige Gelegenheit ergeben, kannst du versuchen, mit deinem Pokémon gegen sie zu kämpfen. Gehst du siegreich aus diesem Kampf hervor, wird der König oder die Königin wehrlos und Ruhegaben entfalten eine größere Wirkung. Ja. Er wird dann einfach wehrlos. Das tat weh, deswegen sollst du anvisieren und ausweichen. Und wie kann ich den jetzt hier bekämpfen? Abwerfen. Du musst die Leiste runterkriegen. Okay. Los, Sichlor, sei Sichlor. Silberhauch. Braucht der Schickhautig ja machen. Ja. König, ja? König von Mann. Von den Baum hier. Scharfe Splitterbohren sich einfach. Ja, moin. Das tat ja nicht so weh. Scharfe Splitterbohren sich in sich los. Nein. Los, Sichlor! Silberhauch! Sichlor! Abschick! So, jetzt ist er wieder kaputt. Okay, das ist auch das gleiche wie ich geraten und jetzt? Ruhegaben! Kein Ruhegaben da. Wirf! Bisschen schneller bitte. Und ausweichen. Werfen! Nicht so, Junge! Ich wähle dir! Silberhau! Silberhau! Das Haufen Silber! Wow, aber er ist doch voll. Ja. Das war jetzt das Totschlagargument, ne? Ja, mir fiel jetzt nichts ein. Das ist sehr effektiv. Sichlor, du bist ein Lappen!
Hau ab! Lol, Tornupto! Da haben wir echt nicht gute Sachen gegen ihn dabei. Level 12 aber ich habe auch irgendwie nicht damit gerechnet, ihn zu bekämpfen. Ich dachte, wir besänftigen den und dann ist gut. Egal, wir haben Blut. So, gleiche nicht. Und jetzt muss ich hier wieder Ruhe Gaben, Ruhe Gaben, Ruhe, Ruhe, Ruhe ja, Gaben. Immer schön zurück auf den Arsch. Und ausweichen. Ja, komm. Fast gut. Tornisso! Oh. Mach das Flammenrad. Zeige Axanto dein Flammenrad. Hot Wheels! Falsches Spiel. Das hat nie gereicht. Und nochmal wesentlich den Schuhhauer. Der macht uns ganz schön Aua so auch. Ja, du hast ja zum Glück noch Items, die du einsetzen kannst. Mach erstmal. So. Mach erstmal Glut und jetzt musst du wieder draufballern. Los, komm, den beiden schaffst du noch. Los, mach noch, mach noch. Nee, das geht ja nicht. Ja, komm, Maria. Ah, nee, das. Okay, das war doof. Uha! Ja, wenn du nicht aufpasst, will der mehr angreifen. I hab. Uha! Komm her. Du kannst auch jetzt in deine Tasche gehen, sehe ich gerade. Also, du könntest jetzt auch heilen. Du musst es nicht im Kampf machen. Ja. Das war zu früh an. Dann heile doch. Ja, mach ich doch. Chill doch mal. Nein. Kann ich nicht. Der ja, ist. Können wir aber trotzdem mal mitnehmen. Die heilt ihn doch dann danach bestimmt eh. Ich will aber, dass er Erfahrungsfisch essen kann. Weil okay. Er große Fisch erkennt. Das hat Sinn ergeben. Sogar mal. Ey, du, Herzlord. Mache Eier. Oh. Oh, oh, oh. Ja. Was muss ich? Los, 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 los. What you gonna do? Und werfen, werfen, werfen. Los, du schaffst das. So. Kein Ende ist nah. Sehr nah. Los, da bist du. Mach Eier. Eiertechnik. Flammenrad. Fast. Er brennt. Er brennt. So, so. Nicht so viel gebracht. Ja, fast. Jetzt noch mal. Gucke. Ja, jetzt hast du recht. Gucke. Und jetzt wirf. Wirf. Meine ich. Nochmal geht nicht. Ich dachte nochmal geht nicht. Eine Windel! Die ist am Sack. Oh, ein Explodierter. Oh! Oh! Jetzt ist er gar nicht mehr golden. Oh ja. Oh, guck mal, Action. Nur nicht Damir Plex. Warum? Der Rauch. Warum? Guten Tag. Ein Stück Seife oder was ist das? Ach ne, nennt sie Käfertafel von Axandor. Ist auch schon wieder so rot in Gesicht. Ja. Die Steintafel und die Energie ist Typ Käfers inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Käfer. Jo. Hm. Und weg. Danke, Hauserin. War schön mit dir. Was war das? Das Licht um Axandros Körper ist verschwunden. Sein Mund steht einfach offen. Ist doch König des Waldes damit endlich besänftigt? War also wirklich dieser seltsame Blitz der Ursprung von Axandros unnatürlicher Macht? Gut möglich, keine Ahnung. Steht doch da. Ja, und was? Keine Ahnung.
Ich bin nur der Forschungsdruck, nicht der, der alles weiß Druck. Das wäre zumindest die naheliegendste Erklärung. Warum du das nicht weißt, ja. Neulich kamen unerklärliche Blitze aus dem Riss im Himmel geschossen. Vielleicht ist Saxanto wirklich so in Rage geraten, weil es von einem dieser Blitze getroffen wurde. Ein Blitz aus dem Riss im Raumzeitgefühl soll ihm die Kräfte verliehen haben? Ja. Aber das ehrwürdige Sinnoh verweilt doch jenseits des Risses. Würde das nicht bedeuten, dass die seltsamen Blitze von ihm stammen? Dann hätten wir es nicht beseitigen dürfen. Und ich, naiver Trottel, habe fröhlich dabei geholfen, die Ruhegaben herzustellen. Beruhige dich, Topi. Axanthor, der König des Waldes, hat den Perlclan stets vor Pokémon beschützt, die uns angreifen wollten. Wenn diese Kräfte wirklich vom echten, ehrwürdigen Sinnoh stammen würden, hätte es dann Walus Menschen und Pokémon attackiert? Wohl eher nicht. Das, was Josie getan hat, war richtig und notwendig. So sehe ich das. Er ist traurig. Glücklicherweise konnten wir diese Probleme ohne weitere Konflikte zwischen uns, dem Diamant-Clan und der Galaktik-Expedition lösen. Vielen Dank für deine Hilfe. Solltest du wieder einem Pokémon begegnen, das unter dieser quälenden Rage leidet? Hilf ihm bitte genauso. Na schön, dass er gibt sie. Da war ich wohl auf dem falschen Pferde. Jedenfalls möchte ich dir aber meinen Dank aussprechen. Aber erst jetzt, wo er eine Erklärung hatte. Hier, das ist ein Dankeschön vom Perlclan und außerdem eine Entschuldigung für meine unhöflichen Worte. Ich bin dir wirklich, wirklich dankbar. Ein Pokéball. Nee. Zitrubeeren. Die hat so einen Weg hierher irgendwo gepflückt. Weißt du, kennen wir. Lass mich deine Pokémon heilen. Immerhin haben sie für uns gekämpft. Naja, die zwei, ne? Ja. Ich glaube dir jetzt, dass du vom Himmel gefallen bist. Obwohl ich mir keinen Reim darauf machen kann, warum es passiert ist. Gut, dass wir diese Gefahr gewonnen haben. Aber jetzt mal ganz unter uns. Was ist mit der Kohle? Ich würde Axanthor gerne noch einmal so in Rausch sehen. Bei so viel Macht kriegt man doch Gänsehaut. Ich würde das nicht sehen wollen. Nee, ich glaube auch nicht. Aber was wir gerne sehen wollen, ist der nächste Part. Und wir sind schon dezent drüber, dadurch, dass wir den jetzt noch bekämpfen mussten. Deswegen bekommt ihr jetzt noch die fehlenden Entwicklungen zu sehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil von Let's Play Pokémon Arceus bei Herz ab.